Moin Freunde, bevor das Video jetzt losgeht, wollte ich euch nochmal frohes Fest wünschen und eine gute Bescherung. Ja, Dankeschön. Aber warte, es geht noch nicht los mit dem Q&A. Ihr müsst euch noch eine Sache sagen. Hallo, ich bin Schneemann Zoppelmütze. Ich wollte euch nur sagen, dass Tyler ein egoistisches Arschloch ist. Das wird ein richtig scheiß Q&A. Er will euch verarschen. Ach, scheiße. Bevor das Video jetzt losgeht, mal wieder Top-Hintergrund hier und Top-Lichtverhältnisse und Top-Kamera. Müsst ihr alles wissen. Stimmt, es gibt ja keine Dislikes mehr. Danke, tschüss. Lol, ein Q&A. Okay, nee, lass uns normal beginnen. Ist das euer Ernst? Was soll ihr... Wir machen das Spiel nicht nochmal, das... Nein. Einfach nein. Okay, lass uns loslegen. Erste Frage kommt von Stepfield. Wie kamst du auf die Idee, mit YouTube anzufangen? Ja, also diese Frage, die liest man ja heutzutage unter jedem Q&A-Video. Meine Antwort darauf ist, ich habe ja viele Interessen und diese möchte ich gerne mit euch teilen, weil das ist doch irgendwie scheiße, wenn man nicht teilen kann und was soll ich damit? Also, ne? So ein Ding. Ja. Die zweite Frage kommt von LauTV. Wie bekommst du so schnell Abos? Ja, ich weiß nicht, ob man das schnell nennen kann. Und, aber wenn ja, dann, keine Ahnung, was macht ihr? ich habe nichts gemacht. Auf einmal geht dieses eine Brawl Stars Video, Opening Dingsbums Video ab, was, keine Ahnung, von Oktober war. Vielleicht war es auch Januar. War, glaube ich, Januar. Das geht irgendwie ab und, aber jetzt ist auch gerade wieder Schluss. Prieseln die Abos hier nicht mehr rein? Ja, das war meine Antwort. Krass, oder? LauTV, Like da lassen. Nein, Spaß. Nein, müsst ihr nicht. Ist okay, müsst ihr nicht. Dritte Frage kommt von, oh mein Gott, LauTV, von wem denn sonst? Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Eigentlich habe ich keinen. Aber irgendwie schaue ich in letzter Zeit oft Fritz Meinecke. Weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber den schaue ich in letzter Zeit oft wegen Sam vs. Wyatt und so. Könnte man eigentlich gerade schon meinen Lieblings-YouTuber nennen, ja. Ja. Die vierte Frage kommt. Oh mein Gott, von wem kommt sie wohl? Sie kommt von LauTV. Sommer oder Winter? Okay, da kann eine Nachricht rein. Habt ihr nicht gehört? Ja, ganz klar Winter. Nein, Spaß. Ich bin Sommerkind und deswegen mag ich den Sommer mehr. Schnee ist zwar auch schön, aber warm finde ich dann schon besser. Die fünfte Frage kommt nicht von LauTV, sondern vom Berliner Abfahrtssignale. Falls ihr euch wundert wegen dem Namen, ist ein guter Kollege von mir. Wir treffen uns öfters mal und wir verstehen uns sehr gut. Kannst du deine Brille zeigen? Die muss ich erstmal kurz holen. Ah, hallo. Brille habe ich weggeschmissen. Habe ich dann doch nicht mehr gebraucht. Nein, Spaß. Ja, wartet. Wunderschön. 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 Darf nicht rausfallen, war teuer. So. Hier hast du deine Brille. Die sechste Frage kommt von LauTV, wer hätte es gedacht. Also wirklich. Hat gefühlt kein anderer kommentiert so oft, ne? Nee, aber jedenfalls die Frage. Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 2.3. Nee, ich fange anders an. Okay, merkt ihr die Zahlen? 6002-6032. Und jetzt schreibt das Ganze andersrum, dann hast du meinen Geburtstag. Und ja, da sind wir jetzt auch schon an der letzten Frage angekommen. Die kommt nämlich, ja, von LauTV. Ja, und die Frage, die finale Frage ist einfach mal,
Wie heißt du? Oh mein Gott, wie heiß ich? Mama, Mama, wie heiß ich? Nein, Spaß. Mein Name ist Tyler. Tee ist sowas Gutes, Leute. Ja, und jetzt, ich hoffe, euch hat dieses Q&A gefallen. Ihr wolltet es ja unbedingt haben. Naja, irgendwie wollte ich es auch machen. Ich würde sagen, ihr haut rein, ich hau jetzt rein und wir sehen uns dann irgendwann demnächst wieder, wenn ich Bock habe, ein Video zu machen. Tschüss.